Große Eröffnung am letzten Donnerstag. Ein Hersteller für exklusive Schreibgeräte hat in Baden-Baden seine erste Boutique eingerichtet. Fast 300 Gäste drängelten sich durch den Laden in der Lichtenthaler Straße 14. Nicht nur in Deutschland geht es der Luxusartikelbranche sehr gut. Insofern habe ich dann vor 2 Jahren nochmal, Frau Kalmbach hat es angesprochen und gefragt, wollen wir nicht das Projekt, was wir schon seit Jahren diskutieren, jetzt nicht einmal angehen? Und sie hat dann sehr zu meiner Freude ist dann sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen. Man hat dann diskutiert, geguckt, wo könnte man hingehen, weil wir sehr stark an solche Standorte, gerade hier in Baden-Baden mit seiner Internationalität, mit seinen internationalen Anziehungspunkten glauben und sehr sicher sind, dass wir hier erfolgreich gemeinsam eine Montblanc-Boutique betreiben können. Die Kompetenz für Schreibwaren bringt Gabriele Kalmbach-Hatz als Inhaberin von Papier Fischer aus Karlsruhe mit. Es war eigentlich schon immer ein Traum von mir, ein schönes, hochwertiges Geschäft zu machen. Punkt 2 war einfach, letztes Jahr mein Sohn dann in die Firma gekommen und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, die Nachfolge ist geregelt. Den berühmten Namen hat der junge Boutique-Betreiber von der Brauerei Hatz in Rastatt geerbt. Der Geschmack für hochwertige Luxusartikel ist hingegen sein ureigener. Damit ist er der beste Verkäufer, den man sich vorstellen kann. Das Schreibgerät habe ich, die Uhr trage ich auch. Den Geldbeutel habe ich auch, von daher ist jetzt relativ schwierig, genau das Richtige zu finden. Das Spannendste, was ich schon sagen muss, ist für mich die Uhr, ist auch das schönste Thema momentan. Schreibgeräte, wir kennen alle Montblanc Schreibgeräte, wir wissen auch viel um Leder. Uhr ist ein ganz neuer Bereich, Uhr ist auch ein Bereich, da möchte Montblanc sehr, sehr stark sich positionieren in den nächsten Jahren und wir freuen uns da, diesen Schritt mit begleiten zu dürfen. Traditionell waren Tintenfüller und Kugelschreiber das Marktsegment von Montblanc. Nachdem die Produktpalette in den letzten Jahren sukzessive um exklusives Parfum, Lederwaren und Uhren erweitert wurde, hat sich Baden-Baden als passender Standort für einen Shop angeboten. Erstens mal die Zielgruppe. Es ist erstens mal exklusiv. Es hat einen hohen Tourismusanteil. Viele Kongresse da. Also wir haben da eine Marktuntersuchung gemacht. Und die hat eben sehr positive Daten gewählt, dass wir diese Entscheidung getroffen haben.